Herzlich willkommen zu Part 30 von Fallout 4. Und wir wagen uns nach oben. Scheiße, du versteckst dich vor mir! Du bist tot! Einmal in den Kopf geschossen. Einmal nicht angeschossen. Einmal daneben geschossen. Oh, Alter. Einmal kurz. Was will er denn, der Penner? Wieso? Wie aktiviere ich die Spritzergranate? Habe ich ihn erwischt? Ich denke mal, ja. Es scheint so, als hätte ihm seinen Arm weggesprengt. Du trägst zu viel. Nein, das war ja klar. Gewicht 1,7. Das ist aber nicht schlecht. Das werden wir jetzt gleich mal ausrüsten. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Kleidung, leichtbar Metallrüstung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht schlecht. Können wir das mal ablegen, dann haben wir gleich wieder weniger Gewicht. Welcher Schrott haben wir so viel? Und weiter geht's. Den haben wir ziemlich zerstückelt. Ja, lauf nur weiter. Hier haben wir immer so viel dabei. Was war das? Okay. Krieg dich mal wieder in den Griff. Ist aber ziemlich drauf. Und einfach mal mit dem Kreuzschlüssel auf mich eingeprügelt und konnte sich wehren. Das ist ja Wahnsinn. Das kam ja noch nie vor. Jetzt muss ich auch mal lernen, mich zu wehren. Das ist sehr schlecht. Ich trage zu viel wie immer. Linke Arm Metallrüstung. Oh, mit Taschen. Ist alles mit Taschen. Naja. Habe ich jetzt das vom rechten Bein noch ausgerüstet? Ja.
Hab ich noch Müll dabei gehabt? In dem Schrott, weil ich ja schon wieder voll war. Nein, ich habe keinen Schrott. Das ist ja sehr schlecht. Na egal. Ups, einmal über die Leute drüber getoucht. Mal kurz was essen. Ich brauche eine Blähfliege. Bonbon? Nein. Loop-Paket? Nein. Bier? Nein. Aufbereitetes Wasser. Hauen wir uns halt das rein. Das war wahrscheinlich nicht der einzige da oben. Oder vielleicht doch. Ist da noch irgendwo mehr? Scheint nicht so. Was da alles liegt, ist ja cool. Einste Fundgrube. Sehr geil. Hundefutter in der Dose, ja, da wird sich der Hund, wo auch immer der sein mag, die Pflaume, freuen über das Hundefutter. Kann man seinem Hund eigentlich Futter geben? Das habe ich noch gar nicht probiert. Wow. Was ist denn das? Wahrscheinlich nur zur Zierde. Und ich habe ein Heft gefunden. Yay! Grubenack der Baba. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursacht auf plus 5% mehr Schaden. Sehr gut, sehr gut. Abgeschlossen. Oh. Oh, ein Toaster. Das war sein bester Freund. Kann man immer noch hochgehen, oder was? Ist das hier ernst? Ich dachte, ich hätte es jetzt hinter mir. Und ich bin schon wieder zu schwer. Jawohl. Wie immer fällt mir was Neues. So, also was, den können wir weghauen. Den glaube ich auch. Da gibt es einfach viel zu viel Waffen für mich. Mein Schrott, da haben wir so viel drin. Yay! Und die Flasche nehmen wir natürlich auch noch mit. Und weiter geht's. Ja, ja, das ist wieder sehr. Sehr auffällig. Jawohl. Erste Mal. Eine Kamera. Ich wette mit euch, dass da 10.000 Gegner oben sind. Es wird wieder voll die Katastrophe. Was für eine tolle Aussicht. Da ist Mikrofon, was geht ab? Da ist gar keiner, habe ich gesagt. So eine schöne Aussicht, kein Gegner weit und breit, das ist ja toll.
Das war aber jetzt einfach als... Oh, schon wieder ein Teddybär. Das ist ja toll. Bierflasche. Jetzt würde mich mal interessieren, ob man sieht, wo der Hund ist. Schauen wir uns später mal an. Jetzt gucken wir erstmal das. Da ist sonst nichts mehr. Hier ist auch nichts. Scheint kein Gegner mehr da zu sein. Gehen wir wieder rein. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu den Siedlern. Denke ich mal. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Ich hoffe, ich finde da wieder her. Danach. Ach, das geht schon. Werde ich schon. Wird schon funktionieren. Er hat aber auch schon mal bessere Tage hinter sich. Gut, dann laufen wir wieder zu den Siedlern. Da sind wir. Ich weiß nicht, warum mein Mikrofon heute so spuckt. Kann ich da schnell hinreisen? Das wäre genial. Das ist ganz toll. Gar nicht aufgefallen, wie schöne Fingernägel der hat. Sieht aus wie lackiert, hallo? Weiß jemand von euch, wo mein Hund ist? Und wieso? Ja. Schnellreise? Jawohl. Dann können wir hier ja die Markierung platzieren. Obwohl das eigentlich nicht nötig ist, weil wir sind ja dann wieder gepasst. Tschüssi Kowski! Plasmagewehre und Plasmapistolen verursachen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen, können Gegner zerschmelzen. Krass. Hallo ihr Menschen! Da ist er! Hallo Hund! Wo warst du? Bist du hier geblieben? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn wieder gefunden. Hallo du? Langfinger, nein! Siedler, den. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Du sagst es. Scheint wirklich was zu werden. Hallo du? Will nicht mit mir quatschen? Gut, dann nicht. Würde ich sagen... Hole ich mir jetzt mal kurz. Kann ich hier auch was machen? Lasst mich mal kurz mal schauen. Was? Das ist ja krass. Das konnte ich ja nicht wissen, dass man hier auch bauen muss. Das ist ja schlecht. Ist das eine Werkbank? Ja, oder? Das ist ja total krass. Kann ich da überhaupt was bauen? Oh Mann, Mann, Mann. Was ist eigentlich jetzt
Jetzt passt mir auf. Das muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Ich habe jetzt hier in der Werkstatt meinen ganzen Schrott drin. Und jetzt stellt sich mir die Frage. Muss ich das alles verwerten? Oder ist es automatisch in dem drin? Ich muss noch so viele andere Dinge erledigen. Warte nur nicht zu lang, das würde mich jetzt wirklich mal brennend interessieren. Ich denke aber, dass das alles verwertet ist, oder? Hm. Oh Mann, das ist ja blöd. Was mache ich denn jetzt? Gibt's hier irgendeinen Müll? Wohin geht denn das Ganze? Wenn ich Glück habe. Ah, das dachte ich mir schon fast. Wie soll ich denn bei denen einen Schutz bauen, wenn die gar nichts haben? Und warum können wir zum Beispiel vernichten, verwerten? Den auch, der gefällt mir nicht. Mehr Witzbolde. Kann ich in den Wachposten wenigstens hinhauen, dass wenigstens ein bisschen Schutz da ist? So, den hauen wir jetzt einfach mal. Hier sieht zwar alles ein bisschen schief aus. Ich denke, man hat hier eine recht gute Chance. Hat jetzt natürlich nichts genützt. Jetzt muss ich mal mit dem Typen da quatschen. Hallo du. Ist das ein Typ? Einmal zuweisen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Schutz. Wir haben zwei Leute da. Die ist dem Schutz zugewiesen. Hat auch eine Waffe. Müsste es eigentlich steigen. Hoffe ich mal. Hallo? So, dann haben wir. Naja, das können wir verwerten, den Scheiß, den braucht man nicht. Schachtelzigaretten. Moral sinkt immer noch. Ist aber jetzt egal. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Ist natürlich schlecht, weil wenn das so ist, dann ist hier oben mit Sicherheit auch. Natürlich, das war ja klar. Natürlich doof. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, egal, wir holen uns jetzt den ganzen Schrott. Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auf. Das machen wir im nächsten Part. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.